Küske. Und herzlich willkommen, Freunde, zu einem neuen Video von mir, dem Ready auf dem Kanal Ready, aka dem absoluten Freunde. Ihr wisst Bescheid, dass ich mal wieder am Start bin. Ihr seht es ja. Ihr habt hier Augen und ihr habt Ohren. Freunde, was geht ab? Ich hoffe, euch geht's gut. Wir machen weiter mit dem Schlosschen, Welt 2, Bowser's Kugel wie die Kolonne. Ja, endlich mal wieder eine neue Folge. Was laber ich hier? Endlich mal wieder. Jeden Tag kommen Parts. Hey, vielleicht ist es ja für den einen oder anderen endlich mal, weil ihr gehypt drauf seid oder so. Ich weiß es ja nicht. Oder weil ihr auch nichts dagegen hättet, wenn zum Beispiel mehrere Folgen an einem Tag kommen würden. So, bei dem Level müssen wir ein bisschen aufpassen. Freunde, ich habe für diesen Part wieder ein Thema am Start. Weil ich bin heute ein bisschen aufgedrehter als sonst. Merkt man, glaube ich. Weil bald Wochenende ist. Morgen ist Freitag, eben schnell, ne? Kurzer Shoot-Tag. Und dann Wochenende und ich freue mich drauf und ich brauche das einfach mittlerweile. So mit diesem ganzen YouTube-Hustle und Schulhustle und so weiter. Freue ich mich einfach drauf, jetzt hier bald wieder eine Zeit zu haben, wo ich ein bisschen entspannen kann. Dann aber trotzdem noch, ne, meinen Fokus beibehalte auf die wesentlichen Dinge. Ja. So, jetzt gönnen wir uns mal die Kanone. Und zwar, Freunde, ich habe ja eben gesagt, wir haben ein Thema heute am Start. Und zwar kommt das Thema vom Leben. Yasin, ich blende das hier mal ein. Und zwar sind wir erstmal gestorben. Geiler Scheiß. Okay, Freunde, wir sind jetzt hier an der Stelle. Ich wollte bei dir noch eine Sache anmerken. Und zwar haben wir in einigen Level so einige Sachen übersehen. Also, es sind gerade keine 100%, sagen wir mal so. Und ich habe mir vorgenommen, dass wir jetzt hier einfach ganz normal durchspielen. Also, Spiel durchspielen. Und dann irgendwie am Ende, vielleicht sogar vom gesamten Projekt, irgendwie mal, dass ich da so eine Folge mache, wo ich ganz kurz immer einblende und also die Sachen einblende, die wir halt vergessen haben zu holen. Ich glaube, das wird ganz cool sein, wenn ich das so mache, weil ich hab ganz ehrlich gar keine Lust, das irgendwie nachzuholen. Deswegen hoffe ich, dass ihr mir da verzeihen könnt und dass ihr das nachvollziehen könnt. Okay, Freunde, auf jeden Fall das Thema für den heutigen Part ist, wie ich es eben eingeblendet hatte, von Yasin. Und zwar lautet das Thema: Wie finde ich, ich habe gerade den Kommentar jetzt nicht am Start, aber ungefähr so hat Yasin das formuliert. Oder wie finde ich den Medienkonsum heutzutage, den Internetkonsum und dass wir halt zu so einer Mediengesellschaft geworden sind und was man tun kann, um das irgendwie zu verhindern, so ein bisschen den Konsum zu reduzieren. Und ich habe das hier zu verstanden, wie auch generell so meine Meinung so ist. Beziehungsweise ich möchte gerne meine Meinung auch so dazu äußern. Ich glaube, das ist ein sehr interessantes Thema. Sonst würde ich es mir auch nicht aussuchen. Also danke für diesen Vorschlag, Yasin. Ist ein Thema, das auf jeden Fall auf die heutige Zeit sehr gut zutrifft. Und welches, glaube ich, auch einige von euch interessieren würde. Ja, wo sollen wir da anfangen? Ich glaube, ich fange mal an mit meinen persönlichen Erfahrungen mit dieser ganzen Sache. Auf jeden Fall bin ich ein Junge, wow, der ganz, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mein erstes Handy 2017 bekommen. Vor 2 Jahren. Und davor hatte ich keins, beziehungsweise ich hatte eins, aber halt so ein altes Nokia-Handy. Nur damit ich halt erreichbar bin, ne? Nur für der Notfall. Also ich glaube, da bin ich so die Ausnahme unter den ganzen, unter der Jugend heutzutage, dass ich praktisch mit, wie alt war ich da, 15? Mit 15 habe ich mein erstes richtiges Handy bekommen. Das ist halt schon sick, aber ich stehe auch irgendwie dazu, weil die meisten, die so in meinem Jahrgang aufwachsen, die haben bestimmt schon, keine Ahnung, mit 7, 8 oder so ihr eigenes Handy. So, wenn die schon in die Grundschule gehen, haben die safe auch schon so ein Handy. Und ich halt erst so spät. Und das war bei mir auch dasselbe bei Konsolen und so. Also jetzt mal ein bisschen zu einer etwas anderen Thematik, ne, aber die immer noch dazu gehört. Ja, ich habe es, glaube ich, richtig formuliert. Das war bei mir auch bei Konsolen, also ich habe meine erste Konsole, glaube ich, auch erst mit 9, 8, 9, also auch relativ spät, weil, also es war die PlayStation Portable, meine erste Konsole, by the way, weil es gibt auf jeden Fall ein paar Kandidaten, glaube ich, die auf jeden Fall auch schon vorher, also ziemlich früh,
mit Zocken und so angefangen haben. Und das ist auch so eine Sache, wie ich finde, das ist ein absolutes No-Go. Also wenn man schon so als kleines Kind schon so damit aufwächst mit Konsolen, Games und generell sowas. Außer wenn es Nintendo ist. Also wenn es Nintendo-Spiele sind. Da möchte ich doch gerne unterscheiden. Wir sind bei der Welt 3. Ich mag diese Welt, diese Eiswelt hier. Finde ich sehr, sehr hübsch und schön. Und hat eine tolle Atmosphäre. Man könnte vielleicht eine Ausnahme bei Nintendo machen, weil es hängt eigentlich vom Spiel ab. Komm, formulieren wir es mal so. Ein bisschen harmloser. Trotzdem halte ich nicht viel davon, wenn man schon so früh mit Konsolengames anfängt. Aber das ist nicht das Thema. Das Thema ist Medienkonsum, der heutzutage vorherrscht. Auf jeden Fall, ja, hatte ich mein erstes Handy 2017. Und das war natürlich komplettes Neuland für mich zu der Zeit. Aber wie gesagt, ich war froh, dass ich erst so spät damit angefangen habe, weil ich praktisch davor dann natürlich zwangsläufig mehr halt so das Leben genossen habe oder mehr Zeit für das richtige Leben hatte. Also muss ich jetzt mal ganz klar einen Real Talk jetzt hier rauslassen. Ich glaube, hier war so ein Propellerblock. Natürlich hatte ich da viel, viel mehr Zeit fürs Real Life und habe mich damit auch viel, viel mehr befasst. Ja gut, man muss sagen, ich habe aber auch viel gezockt, so. Das darf man nicht abstreiten. Auf jeden Fall finde ich es nicht gut, wenn man schon so gerade so in die Grundschule geht oder in der Grundschulzeit so schon Handy und Smartphone kriegt. Das finde ich nicht so geil. Ich finde das immer besser, wenn man so spät wie möglich damit in Berührung kommt, ne? Weil das wird ja dann auch im späteren Beruf oder generell halt wirklich notwendig sein. Ne? Das ist ja eine Notwendigkeit heutzutage geworden und wo ich das auch richtig geil finde. Also Smartphones sind wirklich eine krasse Erleichterung, jetzt verglichen zu den älteren Handymodellen, sage ich mal. Ne, man kann halt außer dem Telefonieren halt auch zum Beispiel WhatsApp nutzen, ne? Um mit anderen in Kontakt zu bleiben oder YouTube halt, YouTube-App oder Twitter, Instagram und alles, was dazugehört. Ja, ist halt schon ziemlich praktisch. Aber das bringt natürlich auch viele Gefahren mit sich, beziehungsweise Suchtpotenzial. Und zwar bin ich heutzutage, muss ich ganz ehrlich sagen, boah, ich möchte doch diesen Teil raushauen, aus diesem Schuh. Really, nigga? Ich hab einfach alle Tasten gedrückt, ich bin nicht aus dem Schuh rausgekommen. What the fuck? und zwar bin ich selber... Ich finde schon, dass ich handysüchtig bin. Ich finde schon, dass ich heutzutage handysüchtig geworden bin. Oh, Tanuki, wie geil. Und ich finde das auch gar nicht mal so geil. Also wirklich in jeder freien Zeit schaue ich aufs Handy und auch am Mittagstisch, wo man normalerweise sich in die Augen schauen sollte mit der Familie oder mit wem auch immer man am Tisch sitzt, mit Freunden labern sollte, über das Leben diskutieren sollte oder was weiß ich. Da schaue ich halt aufs Handy und das ist meistens so. Manchmal... Da gelingt es mir zum Glück auch, einfach mein Handy wegzulegen, weil ich weiß, dass es einfach so nicht geil ist, so am Essenstisch dann auch so mit Handy am Start zu sein. Es ist einfach nicht geil, man sollte dann schon so mit den Leuten, die dann am Tisch sitzen, so gegenüber auch reden. Und das ist für mich auch wichtig. So, was ist jetzt mit dem Hasen so? Als ob ich gerade so unfähig bin. Ja, was machst du jetzt? Oh ja. Oh, Alter, das war eine Last. Okay, an den Grünschild kommen wir, glaube ich, nicht mehr ran. Achso, ich bin stehen geblieben am Essenstisch mit Handy und so weiter. Ja, also ich bin heutzutage, ich bin süchtig. Ich glaube, ich bin handysüchtig. Und wie gesagt, in jeder freien Situation nutze ich es aus, gucke aufs Handy. Aber ich glaube, bei mir ist es nicht so extrem wie bei manch anderen. Ich glaube, bei manch anderen ist es noch ein bisschen ausgeprägter. Und ich finde zum Beispiel so eine Situation, zum Beispiel in der Schule habe ich das letztens gemerkt, so der Lehrer geht aus dem Klassenraum raus, alle so ans Handy. Direkt so, und das ist einfach nicht geil, so die Kommunikation, die lässt immer mehr nach in die heutigen Gesellschaft und das ist halt ein so wichtiger Teil. Kommunikation ist so wichtig und dass das einfach so immer weniger und immer abgeschwächter und immer schlechter wird, finde ich halt so schade und das ist halt größtenteils halt dem Handykonsum unter anderem zu verschulden und dementsprechend sollte man dies natürlich eingrenzen. Aber leichter gesagt als getan, denkt ihr euch jetzt hier bestimmt. Und der Ansicht bin ich auf jeden Fall auch. Es ist nicht so leicht, so in der heutigen Zeit. Aber wie gesagt, so an meinem persönlichen Beispiel, also ich versuche wirklich in manchen Situationen,
Also ich merke es halt selber so in manchen Situationen und da versuche ich es zu vermeiden. Und ich finde, das ist schon so ein erster Punkt, womit man leben kann. Dass man einfach so sich ein bisschen selber analysiert, sich ein bisschen selbst reflektiert und guckt, yo, übertreibe ich es jetzt oder geht das noch? So, versteht ihr? Oh, was passiert da? Oh, ich lebe noch. Oh Gott, Alter, was ist das für ein Level? Was ist das für ein Level? So, geh runter. Sehr schön. So, und ich finde so, dass der erste Schritt zur Besserung sich einfach so selbst unter die Lupe nehmen und gucken, wie ist so mein Handyverhalten oder generell mein Medienkonsum. Zum Beispiel Netflix oder YouTube oder Instagram. Das sind natürlich alles ganz große Geschichten. Und heutzutage ist halt wirklich die Jugend, ne, das ist die Plattform polarisieren die Jugend. Die Plattform machen teilweise sogar die Jugend auch aus. Und das finde ich halt nicht so geil, also muss ich ganz ehrlich sein. Aber das Real Life ist natürlich immer noch das Wichtigste, was es gibt. Und einfach mal so mit den Leuten kommunizieren, einfach so diese Kommunikation, die nimmt einfach mit wegen der heutigen Gesellschaft, wegen der heutigen Mediengesellschaft einfach immer mehr ab. Und das ist schade, weil das führt zu einer Rückentwicklung. Und das ist nicht geil. So eine Rückentwicklung der Kommunikation der Gesellschaft, ist einfach nicht cool so. Und man sollte auf jeden Fall daran arbeiten, dass man den Konsum reduziert, so eben dadurch, dass man sich mal ein bisschen so selber unter die Lupe nimmt, guckt, yo, wie lange war ich denn heute am Handy oder in was für Situationen war ich am Handy, in denen ich vielleicht hätte mal nicht am Handy sein sollen, ne? So, ich finde, das könnte man so machen. Oh, diese Dreckskatze, Mann! Und das Ding ist so, meine persönliche Ansicht ist, jetzt komme ich nicht an diesen Grünchen ran. Junge, was ist mit mir heute los? Ich kann mich heute nicht so gut konzentrieren. Freunde, ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Okay. Alles klar. Auf jeden Fall, Freunde. Was passiert hier gerade, Alter? Konzentriert euch nochmal. Mann, es wird für mich immer schwieriger, über Themen zu reden. Während das Spiel aber immer schwerer wird, so. Versteht ihr? Mann, ich möchte jetzt aber nicht das Thema jetzt hier abbrechen. Ich bin auf jeden Fall da stehen. Ja, man sollte es reduzieren. Man sollte es reduzieren, indem man sich halt selber so ein bisschen reflektiert. Das ist so eine Möglichkeit. Und meine Meinung ist halt so, wenn man jetzt so drauf guckt, der Medienkonsum, wie oft man am Handy ist und so. Das braucht man eigentlich nicht im Leben. So, wenn man jetzt ganz ehrlich ist. Eigentlich braucht man das gar nicht. Und man kann auch sehr gut ohne leben. Kann ich selber sehr gut bestätigen, weil ich halt erst seit 2 Jahren so ein eigenes Handy habe, praktisch so ein richtiges. Also ich kann es selber bestätigen, man kann auch ohne leben und man kann sogar sehr gut leben damit. Ist ja nicht so, ne? Ihr wisst auf jeden Fall, was ich meine. Und so diese Selbstverwirklichung, die durch Instagram zum Beispiel stattfindet, so wie viele Leute das mittlerweile halt auch ausmacht, so diesen ganzen Models oder so. Oder halt so immer mehr Mädchen, die halt so Instagram nutzen und halt sehen, yo, die großen Vorbilder. Das ist auch so eine große Rolle, die da mitspielt. So die Vorbilder oder die Stars, die halt einem so als Beispiel dienen. So, das spielt auch so eine große Rolle, dass man sich halt an denen orientiert und dann halt auch so selber sein will wie sie und dann auf Instagram hängt, irgendwie, ne, versucht, also bei Frauen jetzt irgendwie Posen nachzumachen, irgendwie Arsch auszustrecken oder irgendwie sowas. Ja, das ist alles so nicht geil so und das finde ich auch nicht so attraktiv und ansprechend. Oder jetzt auch zum Beispiel so bezogen. Ich glaube, auf YouTube kann ich jetzt eher wenige Beispiele anführen. Boah, ich brauche jetzt das in Grünchen. Auf jeden Fall auf Instagram kann ich das gut beziehen und zum Beispiel so Sachen wie Netflix. Ich finde, das ist einfach unnötig. Also ich nutze Netflix nicht. Ich habe mal eine Zeit lang Amazon Prime genutzt, sogar sehr gerne. Da habe ich mir ein paar Filme gegönnt, der Familie so. War jetzt ziemlich unterhaltsam, aber ich gönne mir das jetzt nicht jeden Monat. Also vielleicht so 2-3 Mal im Jahr gönne ich mir einen Monat Dings. Prime, Amazon Prime, damit ich dann auch so Prime Video habe und so. Aber ich versuche das auf jeden Fall auch einzuschränken, weil das auf jeden Fall eigentlich so vergeudete Zeit ist. Natürlich, das ist Unterhaltung und wir sind zu einer Unterhaltungsgesellschaft geworden. Wir wollen unterhalten werden, wir brauchen die Medien. Aber was hätte man in dieser Zeit noch so machen können? Man hätte so vieles machen können, wenn man jetzt nicht irgendwie einen Film oder eine Serie schaut. Man hätte viel produktiver sein können, seine Ziele
im Leben mal irgendwie reflektieren können und sich mal auf diese konzentrieren können. Also ist so meine Meinung. Natürlich nichts gegen den Konsum davon, aber es gibt bestimmt viele, die halt wirklich einen sehr hohen Konsum haben. Und so meine Meinung ist, oder mein Ziel ist es, euch so dazu zu motivieren, wenn ihr auch so zu der Sorte an Leuten gehört, die halt wirklich lange Zeit verbringt mit Medien, mit Netflix und sowas und generell lang am Handy hängt. Versucht es zu reduzieren. Versucht es zu reduzieren, weil das bringt euch nicht weiter im Leben. Das bringt euch nicht weiter im Leben. Wie schon gesagt, wir sind zu einer Unterhaltungsgesellschaft geworden. Wir wollen unterhalten werden. Das ist auch schön und gut. Das sind ja alles sehr gute Möglichkeiten, die uns geboten werden, unterhalten zu werden. Ich habe ja auch selber nichts gegen, aber reduziert das bitte. Und ich möchte das auf jeden Fall auch reduzieren. Das ist auf jeden Fall auch so meine Intention. Reduziert es. Behaltet immer im Hinterkopf, dass es euch nicht weiterbringt im Leben. Dass es eigentlich nur so vergeudete Zeit ist. Vergeudete Zeit, in der ihr einfach unterhaltet werdet und vielleicht so unterhaltet werdet und vielleicht, vielleicht kann man gut dabei abschalten. Das schon. Aber reduziert auf jeden Fall den Konsum und ich möchte das, wie gesagt, auch selber machen. So Amazon Prime habe ich jetzt schon lange nicht mehr genutzt, beziehungsweise Prime Video. Weil generell in letzter Zeit besteht halt mein Leben daraus, Schule, nach Hause kommen, essen, ein bisschen im Bett liegen und dann bin ich natürlich auch im Handy. Ist bei mir halt so, warte, war jetzt hier so der, das war bei den Special Worlds, ne, war da ein geheimes Ziel oder so. Zwangsläufig ist man dann halt so am Handy. Muss ich mir auch abgewöhnen, aber ich find so, allein so normal im Bett liegen und einfach mal nichts machen und einfach mal den Kopf ausschalten, das bringt auch viel, ich persönlich finde. Da muss man nicht unbedingt am Display sein. So, das ist alles nur Ablenkung. Das ist auch Ablenkung, wo ihr sonst hättet viel produktivere Sachen machen können. So, das ist meine Meinung. Boah, ich bin mal 20 Minuten. Ich möchte jetzt hier mal zu einem Ende kommen. Auf jeden Fall, was ist jetzt hier mein Fazit von der ganzen Geschichte? Auf jeden Fall, Konsum reduzieren. Behaltet es im Hinterkopf, reflektiert euch selber und behaltet es im Hinterkopf, dass es euch nicht weiterbringt im Leben und verringert den Konsum. Hängt es mehr mit Freunden, unternimmt was mit denen, weil Freunde sind wirklich eine sehr wichtige Sache, wie ich persönlich auch gelernt habe. Unterhaltet euch mit denen, geht ins Kino, esst zusammen oder macht sonst was zusammen. Das ist auf jeden Fall, das ist das Leben, Freunde. Das ist das Leben und nicht die ganzen Medien, die uns heute zur Verfügung stehen. Freunde, ich glaube, das war ein bisschen verwirrend, dass die ganze Folge hier. Ich hoffe, ich konnte trotzdem meinen Standpunkt nachvollziehen. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Lasst einen Daumen nach oben da, kommentiert dieses Video und diskutiert mit. Und ihr könnt mir weiterhin weitere Themenvorschläge in die Kommentare schreiben. Auf jeden Fall danke für eure ganzen Themenvorschläge. Ich finde diese Interaktion mit der Community wirklich sehr, sehr angenehm. Und ich glaube, ich auch, dass ich auch so eure Fragen dran nehme. Freunde, lasst einen Daumen nach oben da, wie schon gesagt, kommentiert, abonniert, falls ihr das noch nicht getan habt. Und in dem Sinne würde ich sagen, haut rein, habt noch einen schönen Tag und auf Wiedersehen.